Einschüchterungsversuche, Diffamierung, Gewalt. Der Linksextremismus in Österreich ist im Aufwind. Und dennoch wird das Problem hierzulande nach wie vor verharmlost. Wir haben ja alle in den letzten Jahren auch erlebt, wie sehr das Thema Linksextremismus von Medien und dem Establishment bagatellisiert wurde. Und vor allem auch in den letzten Monaten in Bezug auf Black Lives Matter erlebt, dass die Linksextremen wirklich keine Scheu mehr haben, auch mit Gewalt und Diffamierung gegen Andersdenkende vorzugehen. Und da wollen wir einfach ein Zeichen setzen. Und mich freut es, dass wir den Manfred Heimbuchen und den Michael Schnedlitz gewinnen konnten, um da gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Das Thema ist, jeder spricht beim Kampf gegen rechts. Das heißt, jeder, der eine bürgerliche, eine konservative, eine rechte Gesinnung hat, ist gleich ein Extremist. Die Linken, die gewalttätig sind, die Straßenzüge verwüsten, die Häuser besetzen, die werden verniedlicht in der medialen Berichterstattung. Und deswegen bin ich so froh darüber, dass wir über dieses sehr ernste Thema, über Linksextremismus, über linke Gewalt in diesem Rahmen diskutieren und auch einmal wachrütteln. Was heißt das überhaupt? Was sind Linksextremisten? Sie sind Staatsfeinde, sie sind Feinde unserer Gesellschaft, unserer Heimat und unseres Wirtschaftssystems. Doch was kann konkret gegen die zunehmenden linksextremen Tendenzen in unserem Land getan werden? Erstens muss man das Geld abtrennen, das heißt den gesamten linksextremistischen NGOs, die hier Einfluss nehmen, teilweise mächtiger sind als manche Politiker oder als manche Regierungsbeteiligte. Also das muss man wieder zurückführen zur normalen Demokratie, sprich, dass das Volk den Politiker wählt und der Politiker das Sagen hat und nicht NGOs im Hintergrund die Fäden ziehen. Und zweitens muss man natürlich auch in der Bewusstseinsbildung herangehen und unserer Jugend und unseren Kindern schon in der Schulzeit mitgeben, dass das Ganze nicht in Ordnung ist. Und drittens braucht es volle Härte bei Extremismus und Gewaltausübung. Da nutzt keine Deeskalationsstrategie oder Ähnliches, sondern da nutzt nur hartes Vorgehen, ohne irgendwie zurückzuweichen.